Für das Armband brauchen wir Spiraldraht, einen Seitenschneider und eine Rundzange und das Wichtigste, Perlen. Indianerperlen, Glasperlen. Meine Perlen sind 2,6 mm Durchmesser. Am Anfang nehme ich den Spiraldraht und schneide mir so viel ab, so viele Windungen das Armband haben soll. Ich habe jetzt 4. Schneide ich ab. Dann bilde ich mit der Rundzange eine Öse. Am Ende festhalten, knapp am Ende. Und dann nach unten drehen, mit dem Daumen gegendrücken. Das ist für Kinder vielleicht zu schwierig, das müssten die Erwachsenen machen. Dann einfach nochmal nachfassen und weiter drehen. So, wichtig, dass hier geschlossen ist. Und jetzt kann man die Perlen auffädeln. Ich entscheide mich für Weiß und Schwarz. Wichtig ist, dass mindestens 2 Perlen der gleichen Farbe nebeneinander sind, sonst wirkt das Muster nicht. Ich entscheide mich jetzt für 2 Weiß und 3 Schwarz. Unter dem Video findet ihr einen Link zu dem Spiraldraht und auch zu den Perlen. Bei Kindern würde ich am Anfang vielleicht weniger Spiralen nehmen. Das ist sehr gut für die Feinmotorik der Kinder und sie sind beschäftigt. Wenn das Perlenarmband fertig ist, muss man mit dem letzten Stück Draht wieder eine Öse bilden. Mit dem Finger gegendrücken mit dem Daumen und drehen. Nachfassen mit der Zange und drehen. Und drehen. Ich drehe noch ein bisschen weiter, damit die Perlen straff gespannt sind. Fertig.